Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Marvel Strike Force. Ich werde es mal starten. Runtergeladen habe ich schon, mein alten Account wieder gefunden. Hurra! Aber heißt das jetzt eigentlich Marvel Strikes Force oder Strikes Force Marvel? Weil, wenn ich mir gleich nur die App anschaue, dann steht da nur Strikes Force. Strike Force. Ich weiß es nicht, ist ja auch egal. Auf jeden Fall Strike Force Marvel, Marvel Strike Force. Hier steht Marvel Strike Force. Passt schon, passt schon. Gut, dann sind wir jetzt hier und 13 Mates. Schon so lange nicht mehr gespielt. War mal letztes Mal. 6.1. Ne, heute ist doch der 6.1. Ah, 9.12. Ein Monat nicht gespielt. Okay, okay. Vielleicht kriege ich ja neue Helden heute. Ich hätte es mir zwar nicht verdient, aber nehmen würde ich sie trotzdem. Ist glaube ich bei jedem so, dass er gerne Helden nimmt, auch wenn er sie nicht verdient. Okay. Oh, bin ich eigentlich noch in der Gilde? Die Gilde, in der ich war, war ja eigentlich sehr aktiv gewesen. Woran sieht man das? Lass mal wieder reinkommen in das Spiel. Training. Ah, wir machen erstmal lieber die Tagesqueste, bevor ich hier mich durchklicke und dann ein paar Tagesqueste versemmeln. Holen. Öffnen. Und was habe ich da? Nehmen. Kein Held. Oh, hier. 11 Mal. 1. Das brauche ich. 2. Das brauche ich auch. Da auch. Also immer wenn ich was brauche, ist da ein grüner Punkt drauf. Wie der hier und der hier. Cool, waren auch 2 dabei. Auch 2 dabei. Ist glaube ich immer was dabei, was ich brauchen kann. Nehme ich mal an. Okay, das war's. Ja. Dann habe ich hier noch 2. Ein Charakter. Nein, jetzt aber. Und auch nicht. Schade. Blitzkrieg machen wir nachher. So, tägliche. Einen habe ich schon fertig. Das waren diese Orbs öffnen gerade. Oder die Kisten. Schurkenkampagne dreimal abschließen. Kein Problem. Ich bin noch hier. Ich möchte erst da 3 Sterne haben, dann gehe ich erst weiter. Was bedeutet das denn? Bonusboss. Die habe ich schon, die brauche ich nicht mehr. Die habe ich auch. Die habe ich noch nicht, oder? Ne, die habe ich noch nicht. Das war kein Bonus drauf. Erstmal zurück. Das
2. Das. Kampf. Weiter. Sprengen. Meine 5 stärksten Helden. Oder Schurken, besser gesagt. Dreimal angreifen. Also einmal greife ich den an, schon ob ich da endlich weiterkomme. Was ich nicht denke, weil ich habe ja nicht viel gemacht. Ich war ja einen Monat nicht online. Auto anmachen. Dreifache Geschwindigkeit. Damit wir nicht so lange warten. Der Kampf sieht zwar immer ganz cool aus. Schaue ich mir auch gerne an. Aber wenn ich mir alle in normaler Geschwindigkeit anschaue und in jeder Kameraperspektive, kann man ja hier oben eingehen. Dann dauert das sehr lange. Sieht zwar richtig cool aus, aber es dauert sehr lange. Leute, die an sowas Gefallen finden, für die ist natürlich super. Cool, 3 Sterne. Aber Leute, die jetzt nur was zeigen möchten von dem Spiel, für die dauert es dann ein bisschen zu lange, wie für mich jetzt gerade. Aber sonst mache ich das auch manchmal. Nicht bei jedem, halt nehme ich mir ein paar Leute, die ich mir gerne anschauen möchte und dann mache ich da alle Kameraperspektiven rein. Zum Beispiel bei Thor sieht das auch cool aus, wenn er nach oben fliegt und die Blitze auf die anderen schmeißt. Naja. Jetzt sind wir erstmal hier frei und probieren die ganzen Tagesquests zu absolvieren. Redskin. Mein einer Account hatte ich den auch, den Redskin. Oh. Leider weiß ich nicht mal, wie ich zu den Account komme. Ich glaube, mit denen hier bin ich jetzt schon weiter. Hatte nur ein paar andere Helden. 3 Sterne. Nice. Hab nur 82 Energie. Schade. Kampf. Hier überspringen. Und fertig. Sieben Feinde, ich sehe jetzt gerade 5. Autostadt, ich vergesse das jedes Mal. Naja, nicht jedes Mal, aber sehr oft. Ja. Das waren die 3 Schurkenrunden und alle mit 3 Sterne. Das ist doch super. Dafür, dass ich so lange bei der 1 Schurkenrunde festhing. Nehmen wir. Dann haben wir hier, schließe 10 Kampagnen ab. Das machen wir später.
Tägliche Arena-Kämpfe, 2 Stück. Oh jo, das muss ich machen. Weil ich mache jetzt einen Arena-Kampf und dann muss ich 15 Minuten warten, dass ich die nächste machen kann. Das ist der Schwächste. Ne, das war der Beste. Mist. Ich habe gerade auf den Rang geschaut, nicht auf der Stärke. Und der war Rang 7000. Der ganz links war Rang 8400, glaube ich. Naja, egal. Was soll's. Ist ja schon der erste Tod bei mir. Ach, wusste ich doch. Verliere ich. Niederlage. Weiter. 8100 bin ich. Das ist das Schwächste. Da steht immer die Kraft. Meine Kraft ist 11.000. Ich könnte gegen den hier vielleicht gewinnen, aber ich muss noch 13 Minuten warten. Gut, dann gehen wir weiter mit der nicht. Ein Charakter trainieren, das ist ganz gut. Das sind meine ganzen Charaktere, habe schon einige, finde ich. So, wir trainieren den. Ich mache immer den letzten trainieren, damit er weiter hochkommt, weil mit den obersten kämpfe ich und die untersten trainiere ich alle. Dadurch probiere ich, dass ich alle gleichmäßig aufleveln kann. So gleichmäßig aufleveln geht sowieso nie ganz, aber Captain America. Oh, cool, dann kann ich ihn aufrüsten. Tor. Upgraden. Schau mal von unten. Aufwerten die Charaktere. Da, der. Oh, der Schurke. Upgraden. Klasse 6. Oh, das ist jetzt der beste, der Heiler. Das ist ja der eine Schurkenheiler. Nice. Der Schurkenheiler ist der stärkste. Mit Stufe 31. Der ist Stufe 40 und der ist schwächer. Verrückt. Da war aber auch Klasse 6 jetzt, ne? Stufe 5? Ne, das sind 5 Splitter. Wo waren das gewesen mit der Stufe? Stufe 31, Klasse 6. Der ist auch Klasse 6. Bah. Verrückt. Ach, ich habe dem vorhin 2 Schläge gegeben, deswegen. Ja. Naja. Haben wir aufgewertet, ausgerüstet. 2 Quests waren das. Das hier ist Arena. Die geht noch nicht, muss ich noch warten. 10 Kämpfe machen wir später, weil wir machen jetzt nur noch die Heldenkämpfe. Also sind nochmal 3 Kämpfe weg. Überspringen.
Okay, alle fünf da. Oh, wie oft ich versucht habe, gegen die zu kämpfen. Wie oft ich gescheitert bin bei denen. Öfter wie bei den Schurken kämpfen. Tötet Rocket, dann macht gleich seine Superwaffe. Die meinte ich. Nee, das war mit einer Rakete, die ich meinte. Egal. Na, der schafft das nicht alleine. Luke schafft das nicht allein. Ach ja. Aber ich bin weitergekommen. Ich habe immer nur zwei getötet von denen. Jetzt diesmal drei. Dann schauen wir mal. Ich habe jetzt noch zwei Kämpfe, die ich hier machen muss. Dann schaue ich, welche ich habe. Rangaufstieg, den habe ich. Rangaufstieg, den habe ich auch. Den habe ich auch. Rekrutieren, den habe ich noch nicht. Rekrutieren, den habe ich auch noch nicht. Gut, dann mache ich hier. Autosieg. Fünfmal. Nochmal fünfmal. Okay. Da habe ich die drei hellen Kampagnen, drei Autosiege. Problem ist nur, es wird mir noch ein Kampf hier von und ich habe keine Energie mehr. Machen wir erstmal das andere fertig. Herausforderung annehmen. Dann machen wir eine Herausforderung. Die laufen ja Gott sei Dank nicht mit Energie. Wir probieren den letzten Kampf hier. Ich zeige euch jetzt mal einen Kampf mit die Kamera einschalten bei normaler Geschwindigkeit. Geschwindigkeit 1 und okay. Ich lasse aber trotzdem Automatik laufen. Sieht ein bisschen Zeitlupe-mäßig aus, oder? Los, Tor fliegt gleich einmal hoch.
Oh, nur noch Toaster. Tja. Weiter. Das war ein Satz mit X. Das war auch nichts. Machen wir den hier automatisch nochmal und nochmal. Alle drei benutzt. Dann können wir hier noch kämpfen. Kampf. Die fünf stärksten und Auto drin. Ich lasse das jetzt auch noch mal mit der Kameraperspektive und mit normaler Geschwindigkeit, obwohl das für mich eigentlich aussieht wie Zeitlupe. Ich glaube, ich mache mal zwei, sieht vielleicht ein bisschen besser aus. Oh ne. Lass mal bei 1. Sieht ein bisschen doof mit der Kamera sonst aus. Yeah, der erste Tod von denen. Auch von mir auch. Das meine ich mit den Blitzen, was cool aussieht. Ach, warum macht denn der das? Ist doch nur einer da. Der Nachteil, wenn man auf Automatik läuft, laufen lässt. Und die letzten vier. Aber die schaffe ich nicht mehr. Ist auch weg. Na gut. Weiter. Machen wir hier die Autokämpfe. 1, 2, 3. Und das war's mit den Herausforderungen. Sind halt immer an bestimmten Tagen offen, die Herausforderungen. Heute sind die beiden da. Ja. Heute ist, welches ist denn heute? Mittwoch? Schon zu lange Urlaub. Dann wird der morgen da sein. Und der hier. Gut, dann haben wir jetzt Vorräteaufnahmen. Jetzt muss ich einkaufen gehen. Erstmal hier den Orbit anschauen. Den Orb. Orbit. Orb. Vorräte muss ich einkaufen. Ich bin jetzt auf Vorräte und dann schaue ich mal. Das kann ich gebrauchen, das und das. Ich muss nur drei Stück kaufen. Ich habe auch nicht mehr ganz so viel Geld. Ich hatte mal richtig viel gehabt. Dann habe ich mir jeden Tag hier diese Vorräte weggekauft, die ich über ein grüner Punkt da ist. Und dann war ich auch ganz schnell pleite.
So, das waren drei Teile, die ich kaufen musste. Quest fertig. Das geht noch nicht. Das geht, glaube ich, auch noch nicht. Blitzkrieg, den kann ich machen. Da probiere ich immer vier Kämpfe zu machen. Ich brauche eigentlich nur zwei. Aber ich probiere immer vier fertig zu machen. 12.500 meine Stärke, der Gegner war 4.500. Also, das müsste ich ja eigentlich locker schaffen. Mal jetzt auch wieder Kameras aus und höhere Geschwindigkeit. Gut. Das war der erste Sieg. Komm schon, schneller. Wir haben doch keine Zeit. Ich wollte doch noch was machen. Ich finde auch immer den Hintergrund ganz witzig. Ist ja, es wird dann abgespielt und das gleich kommt wieder. Jetzt trinkt er auch und gleich rennt er hier rüber weg. Da, wie ist er? Sieht doch trotzdem immer cool aus. Da, die beiden Siege brauche ich noch. Und wenn ich verliere, fange ich wieder bei 0 an. Aber dann mache ich auch nicht weiter. Aber meistens 4 Siege schaffe ich meistens. So 7., 8. wird immer schwierig. Zack, zack, zack und alle weg. Und später ab den, ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube schon ab dem 5. bezahlst du dann nicht mehr mit die. Also wenn du davon nichts mehr hast, dann musst du mit die hier bezahlen und das wird dann auch teuer. Ich habe ja noch 450. Eigentlich könnte ich noch ein bisschen länger den Blitzangriff machen, aber nee. Von Gegnern, die ganzen habe ich auch. Die Charaktere. Das ist bei mir schon der erste gestorben. Ein Zeichen, dass es schwerer wird. So, mein Meilenstein habe ich fertig. Weiter und dann abbrechen. Belohnung abholen. Nehmen. Perfekt. Warten wir noch. Kriegt wieder einen Arena-Kampf.
glaube ich, auch noch nicht fertig. Schließe alle täglichen Ziele ab. Ich brauche noch 3 Ziele, mindestens 3. Also die beiden würde ich sagen. Täglich Raubzug. Es geht, wenn ich in der Gilde bin. Wenn sie mich nicht rausgeschmissen haben, dann bin ich noch in einer Gilde. Was für ein Level habe ich gehabt? Ich glaube hier 25 bis 30 war das. War ja auch der einzige, wo ich rein kann. Oh. Da sind noch welche. Beitreten. Ja, kein Problem. Und hier unten können wir ein bisschen was holen. 19.000, 19.000. Mein stärkstes war 12.000. Da würde ich da oben schon mal gar nicht weiterkommen. Hier würde ich vielleicht den fertig machen. Okay, der ist wieder nur 7.000. Bei dem würde ich dann scheitern. Ich glaube, ich probiere die drei hier. Beitreten. Eins könnte. Kann ich nicht. Warum nicht? G1 Blutgeld. Neunzehntausend, probieren wir dann den hier. Geht auch nicht. Ich kann nicht. Okay. Ich darf da nicht dran teilnehmen. Jetzt bin ich ganz traurig. Hier darf ich auch nicht dran teilnehmen. Ach man. Hier steht doch Beitritt, Beitritt. Warum kann ich dann da nicht beitreten? Hier steht nur Vorschau. Vorschau ist angucken. Beitritt. Neue Allianzmitglieder können. Ach so. Also bin ich doch nicht mehr in der Allianz. Warte mal. Wo hat man das immer gesehen, dass man in der Allianz ist? Ja, ich würde es dir noch nicht verübeln. Ich war ja über einen Monat nicht online, ne? Oder einen Monat war ich nicht online. Seit dem 9. Meilenstein. Nehmen wir da noch schnell die Sachen mit. Vorräte. Davon kann ich 2 öffnen. Oh, jetzt kriege ich einen Helm. Nein. Schade. Hätte ja sein können. Dann sind wir gleich fertig, würde ich mal sagen. Deswegen gehe ich immer ungern in welche Gilden rein, weil ich sowieso nicht regelmäßig an Spiele spiele. Zum Beispiel heute spiele ich das, dann bleibt das Spiel vielleicht ein paar Tage liegen, dann spiele ich ein anderes Spiel. Und wenn man einmal in der Allianz drin ist, bist du auf die Allianz auch noch angewiesen. Da, Allianz.
Strike Team 6. Also nee, ich bin hier schon länger drin. Ah, okay. Wenn 7 Tage inaktiv ist, wird man rausgeworfen. Ich denke mal, wenn du dann wieder aktiv bist, wirst du automatisch wieder hinzugefügt. Na dann. Das war von, wo ich hochgeladen habe. Das Spiel und dann meinen Account gesucht habe, dass ich vielleicht da in dieser Gilde dann reingekommen bin. Kann auch sein. Ich weiß auch nicht mal, wie die andere hieß. Aber PvP-Kampf kann ich machen. Okay, dann schauen wir mal. Ich habe nachgeschaut, was das schlechteste war von denen. Ich glaube, ich habe nur den linken genommen. Naja, egal, egal. So, dann sind wir jetzt auch gleich fertig. Diese Quest machen wir noch. Raubzug können wir leider nicht machen. Geht nur, wenn ich in der Allianz schon länger drin bin. Anscheinend bin ich ja seit heute in der Allianz. Boah, der ist schwach. Na gut. Das war jetzt die PvP und jetzt brauchen wir noch einen. Schließe eine Kampagnenmission ab. Kriege ich das denn hin? Ich brauche 8 Energie. Die allererste war, glaube ich, am wenigsten 6. Wie lange dauert das noch? 2 Minuten. Für ein. Das haben wir noch. Raubzug geht nicht. Ultimativer Raubzug geht dann auch nicht. Der Raubzug geht auch nicht. Geht nur noch der eine. Mal was anders. Ich kaufe mir den Dingens frei. Also ich kaufe mir Energie. Den habe ich ja nicht besiegt. Dann brauche ich gegen den auch nicht zu kämpfen. Die habe ich alle. Das war der. Den habe ich schon besiegt. Hier habe ich noch. Bei Splitter rekrutieren. Genau. Autosieg. 5-mal. Haben wir gemacht. Oh, jetzt habe ich noch 64 Energie. Den habe ich auch. Bei 3, den habe ich, Captain America habe ich, und den habe ich glaube ich noch nicht, doch habe ich auch schon, und bei 4, die habe ich, Rangaufstieg, genau, den habe ich nicht, rekrutieren, gut, dann nehmen wir den hier, Auto, 80, schaffe ich nicht. Und noch ein. Perfekt. Und den habe ich immer noch nicht. Fehlen noch 4. Gut.
Dann mache ich nochmal schnell hier die ganzen roten Punkte weg. Meilenstein, fertig. Und habe ich hier noch Events? Okay. Das waren auch die Events schon. Täglich zwei Ziele. Natürlich, meine zwei Tagesziele noch abholen. Hier ist noch was Rotes gewesen. Dann haben wir hier noch etwas. Ausrüsten. Ausrüsten. Ups. Okay. Ja, mit Trainieren warte ich lieber bis zum nächsten Mal. Ich rüste jetzt nur noch aus. Okay, das war's dann. Gut. Das war's für heute. Kein Level Up gehabt, bin immer noch 41. Und ah, hier steht auch, bin der Gilde beigetreten. Gut. Das war's dann für heute. Bestätigen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.